Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte gleich mal gucken, was gerade so ansteht an Energien. Special Deck ist am Start. Worauf ist aktuell zu achten? Was sollten wir gerade jetzt wissen? Zieht sich gerade eine sehr weibliche Energie durch das Land. Deswegen an alle Herren der Schöpfung, die mir zusehen, spürt euch bitte rein, inwiefern ihr damit in Resonanz geht, beziehungsweise welchen Lebensbereich es bei euch betrifft, welche Form von Handlung es hier bedarf. Hier ist irgendeine Form von Zurückhaltung angezeigt, eine Art Reserviertheit, gewisse Themen wie Schutzschild und sowas kommt hier auch hoch. Etwas, was du oder beziehungsweise Dinge vielleicht, die du nicht an dich heranlässt, wo du dich rausnimmst. So mal als erster Impuls, wir schauen, was hier noch kommt an Energie, und dann klären wir das Ganze noch. Eine starke Energie, aber da steckt auch einiges dahinter. So. Da steckt einiges dahinter hier. Ganz viel mysteriöse Energie. Ganz viele Dinge, die nicht zu erfassen sind vom Verstand, die nicht logisch erklärbar sind. Dinge, die im Innen und im Außen passieren. Das Vertrauen, und ich finde, für den Begriff Vertrauen ist das hier ein wundervolles Bild. Schau mal, da ist diese Frau mit den verbundenen Augen und sie blickt dennoch nach oben in die Erleuchtung, in die Öffnung. Ja, den Blick nach oben bringen, beziehungsweise durch das Strecken des Halses entsteht ja hier auch eine Art Öffnung. Ich mache mal jetzt einen auf Schildkröte. Dieses Vertrauen auch mit der Augenbinde. Ich meine, es ist was anderes, wenn du dich umschaust. Ja, du erhältst so viele Eindrücke durch das menschliche Auge, so viele verfälschte Eindrücke auch. Aber wenn du dich hier wagst, die Augen zu verschließen, also die physischen Augen zu verschließen und hier wirklich mit deinem dritten Auge, mit deinem magischen Auge zu sehen und zu arbeiten und wahrzunehmen. Das gibt viele Impulse, viele Hinweise, viele Überraschungen, viel Offenbarung, viel Erkenntnis. Wow, ich liebe diese Karte jetzt schon. Richtig, richtig krass. Okay. Zieht sich nach wie vor noch durch sexuelle Themen? Sexuelle Themen, beziehungsweise ich habe es im letzten Video, glaube ich, schon angesprochen oder im Livestream. Wenn irgendwas mit dem Thema Sexualität fällt, ist es nicht immer nur auf den sexuellen Akt an sich angeschlossen, okay? Beziehungsweise das betrifft in meinen Legungen immer die Körpermitte, die Anbindung, die Verbindung zwischen unten und oben, das zweite Chakra, die Impulskraft, die Kreativität, die Leidenschaft. Ich meine, man hat nicht nur Leidenschaft im Bett, ja, alles andere, was auch drumherum ist, ist alles irgendwo gesteuert auch von gewissen Trieben. Und dafür steht diese Karte. Ja. Für die einen oder anderen natürlich betrifft es komplett nur alleine ausschließlich den sexuellen Bereich. Aber so jetzt mal, damit du dich reinspüren kannst.
Weil nicht jeder Mensch hat zum Beispiel sexuelle Blockaden. Dafür in anderen Bereichen, ja, was jetzt die Impulskraft, die Kreativität oder sonstiges anbelangt. Der Zugang einfach, der Zugang zu dieser Kraft. Ja, natürlich auch Wutthemen, okay? Auch Wutthemen, Aggressionen, das fällt auch noch mit in diese Sparte. Freak out, freak out. Die Stimme, Halschakra, die Stimme erheben. Etwas freigeben, ja, freigeben, loslassen, benennen, ernennen. Okay, ich saug mich mal voll mit dieser Energie, das ist hardcore, das ist brutal. Okay, Moment, ich schiebe das mal hier ein bisschen auf die Seite. Heftig. Mega, mega. Ich bin absolut neugierig auf dieses Reading jetzt. Hier haben wir shy, schüchtern. Wir hängen uns aber hier nicht an den Begriff auf, weil hier ist nämlich ja diese Frau hinter diesem Schleier, das sich nicht zeigen können, sich nicht zeigen wollen. Nicht jetzt nur körperlich, sondern das Gesamtpaket Körper, Geist und Seele, das nicht nach außen treten wollen oder können oder beziehungsweise gewisse Bereiche sind hier vielleicht blockiert, dass es gerade gar nicht möglich ist, sich nach außen zu zeigen, sich, ja, vielleicht fängt es auch schon bei der Wahrnehmung an, sich nicht selbst im vollen Umfang wahrnehmen zu können oder zu wollen. Das Spinnennetz. Bist du freiwillig in dieser reservierten Haltung? Okay, ich sehe schon. Dieses Reading ist wieder mal für dich zum ganz, ganz tief reinspüren, um über deine Schatten zu springen, um über die Grenze hinaus zu blicken und vielleicht auch hinaus zu gehen, um dich wirklich mit deinen Themen knallhart zu konfrontieren, dich knallhart zu reflektieren. Ich bin da, um zu triggern. Yay! Also, bist du freiwillig in dieser Situation, dieser Reserviertheit? Stellst du dich absichtlich nach hinten auf Distanz, um die Dinge anzuschauen? Oder willst du einfach nicht wahrgenommen werden, gesehen werden, angenommen werden? Hier sind auch Ängste mit dabei. Ängste und Zweifel, die im Inneren ziemlich laut sind. Überprüf das bitte für dich. Gewisse Situationen, wo du dich vielleicht verheddert hast und nicht wirklich weißt, wie du da rauskommst oder beziehungsweise in manchen Fällen sogar, ob du überhaupt da wieder rauskommst. Geh hier bitte einen Gang tiefer. Geh hier noch mehr nach innen, bitte. Ja, ich meine, wie immer natürlich, diese Energien, die sich hier zeigen, die stehen dir zur Verfügung. Ob du sie nutzen möchtest oder nicht, das obliegt deiner Entscheidung. Du bist der Chef. Die Energien sind immer vorhanden und die Energien sind immer deine Möglichkeiten, irgendwo auszusteigen oder irgendwo Erkenntnisse zu erlangen. Es ist nie irgendein Druck oder irgendein Zwang vorhanden. Natürlich, das Spinnennetz ist nicht irgendwie nur eine negative Kraft oder dergleichen. Nein, du kannst dir auch neue Verbindungen knüpfen. Die alten Verbindungen überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder trennen. Ja, das ist komplett die Anbindung nach innen und nach außen. Das große Netz des Lebens.
Bist du hier gefangen oder nutzt du es für dich, um weiterzufangen? Was bekommen wir für die mysteriöse Karte? Das Tarot, die Intuition, die Vorsehung, das Wissen, nein, die innere Weisheit, die Erkenntnisse, die Offenbarungen, die Botschaften im Innen und im Außen, die Dinge, die du schon weißt, aber noch nicht anerkennst, die eigenen Gaben der Vorhersehung auch, die eigene große Intuition, die oftmals gerne vielleicht zurückbleibt, ja, weil man intuitiv eigentlich schon das Richtige weiß, aber doch vielleicht noch mal ein bisschen irgendwo abbiegt oder nee, kann ja nicht sein. Ja, Thema Selbstvertrauen auch. Wenn deine Intuition ruft, vertraue. Vertraue, das kommt, das ist nicht irgendeine dumme Stimme in deinem Kopf, die dir irgendwie Schaden zufügen möchte oder dich von deinem Weg abbringen möchte. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Deine ureigene Intuition ist dein Weg. Vertraue dir, gebe dich auch hin diesen Botschaften. Es sind vielleicht ab und zu mal komische Situationen, wo du irgendwas siehst oder fühlst oder hörst oder auf einmal auch weißt und du denkst dir so, oh mein Gott, wo kommt das jetzt her? Nee, das habe ich mir bestimmt nur eingebildet oder sonst irgendwas. Vertrau dir, auch wenn es eine ganz, ganz ungewohnte oder komische Situation ist. Vertrau dir. Erkenne das, was in dir ist. Erkenne die Botschaften und die Impulse, die dich erreichen möchten. Die Bedeutungen auch von allem, was dich umgibt und was dir widerfahren ist. Ist zwar jetzt nicht jedermanns Sache, aus jedem Ereignis irgendwie den Grund heraus zu erkennen oder die Botschaft, ja. Wie gesagt, ist nur ein Angebot. Ich liebe es, ich persönlich liebe es, überall zu gucken, okay, das und das ist jetzt passiert oder verdammt, ein Vogel hat mich angekackt. Was bedeutet das jetzt? Ja, ich forsche. Da werde ich zum oberkrassen Detektiv. Was war das für ein Vogel? An welcher Körperstelle hat er mich jetzt getroffen? Ja, was bedeutet es, dass er auf mich scheißt? Und. Was ist heute für ein Tag? Wie ist das Wetter? Wie fühle ich mich gerade? Da ist so viel Input, so viel Weisheit, die wir erlangen können, so viel Erkenntnisse, so viel Offenbarungen, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du das alles natürlich sehen möchtest und hören möchtest und erkennen möchtest. Die Führung aus deinem Inneren. Sei dir bitte bewusst, dass nichts im Außen dich führen kann. Nichts. Alles, was dir das Außen an Botschaften übermittelt oder an Impulsen oder Hinweisen, das kommt alles aus deinem Inneren. Das heißt, dein Innerstes, deine Intuition, deine Herzstimme, deine Weisheit, deine Seele, das ist dein eigentlicher Führer oder deine eigentliche Führung. Ja, ich möchte auch sagen, das ist wahrscheinlich diese einzige Führung, der du uneingeschränkt vertrauen darfst. Hallo, mein Schatz, der Schädel. Der Schädel, der da steht für Tod und Wiedergeburt. Mit dem Vertrauen. Zusammen oder geklärt, hier der Schädel mit dem Vertrauen. Das Vertrauen, die Gewissheit, dass alles, was zu Ende geht, einen Neuanfang findet. Vielleicht auf eine komplett andere Art und Weise, vielleicht in eine komplett neue Richtung. Aber es ist ein Kreislauf, es ist ein Zyklus. Tod,
Wiedergeburt. Tod, Wiedergeburt. Etwas geht zu Ende, etwas anderes beginnt neu. Eine Tür schließt sich, mindestens eine neue geht wieder auf. Okay, jetzt habe ich ein bisschen komische Kreise gezogen, aber du weißt, was ich meine. Hab keine Angst davor, irgendetwas loszulassen, irgendetwas zu beenden. Gerade in Situationen, wenn die Dinge einfach nicht mehr tragen, wenn sie nur noch belastend sind, wenn sie nicht mehr gut für dich sind. Das heißt nicht, dass du jetzt alles von dir stoßen musst oder sollst oder kannst, was dich in irgendeiner Form irgendwie triggert oder belastet oder was war gerade das andere Wort? Naja, wenn es gerade problematisch wird, ja, das hat jetzt nichts mit Flucht zu tun. Nein, es ist die Konfrontation, es ist die Reflexion, es ist das in den inneren Konflikt mit der Sache gehen und dann die eigene Entscheidung zu treffen. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich damit um? Ich entscheide mich so oder so. Und vollkommen egal, wie du dich entscheidest oder für was du dich entscheidest, es ist für dich die richtige Entscheidung. Denke daran, ja? Vertraue. Jeder Weg, den du gehst, führt an dein Ziel. Die einen dauern zwar ein bisschen länger, ja, mit mehr Hindernissen vielleicht, mit mehr Umwegen. Die anderen, die sind vielleicht ein bisschen anstrengender, aber direkter. Aber welchen Weg du letztendlich gehst, entscheidest du. Und natürlich, wenn du einen Weg beschritten hast, dann bist du nicht zwingend, ja, das kommt nämlich auch öfter mal vielleicht so eine Angst hoch. Du bist nicht dazu gezwungen, genau diesen Weg weiterzugehen. Nein, in jedem Augenblick kannst du dich neu entscheiden. Du kannst dich neu erfinden. In den meisten Fällen gibt es zwar kein Zurück, aber du kannst trotzdem wählen, in welchem Winkel du weitergehst. Ob du auf dem Weg bleibst, ob du eine Pause machst, ob du einen Umweg gehst, ob du eine kleine Abzweigung nimmst, eine dunkle, eine helle oder sonstiges. Ob du mit Begleitung gehst oder ohne. Und denke bitte daran, wenn du dir etwas Neues wünschst, wenn du dich verändern möchtest oder wenn du willst, dass sich eine Situation verändert, dann musst du erst den ersten Schritt gehen. Geht nicht anders. Die Veränderung kommt nicht zu dir geflogen. Das heißt, hier müssen gewisse Dinge erstmal beendet werden, abgeschnitten werden, gelöst werden. Thema Sexualität, Inspiration, weibliche Kraft, zweites Chakra. Darauf fällt die Krone. Eigentlich keine weiteren Worte notwendig hier, ne? Die Kontrolle aber jetzt nicht in Form von Kontrollzwang, sondern die Verantwortung für sich selbst übernehmen und auch die eigenen Entscheidungen anerkennen. Ja, nicht so, jetzt warten wir mal ab, was passiert und dann gehen wir dann weiter, sondern nein, wirklich die Verantwortung auch für die eigene Entscheidung übernehmen und zu sagen, okay, wenn ich diesen Schritt gehe, hat das diese Konsequenzen und ich bin mir darüber bewusst und ja, ich will das so. Erkenne dich wieder als Führungskraft an. Du bist der Schöpfer, du bist der Bestimmer. Du entscheidest, wohin es geht in deinem Leben. Natürlich kommen immer Dinge von außen. Gewisse Hindernisse, gewisse Dinge, die dich vielleicht vom Weg abbringen, ja, gewisse Ablenkungen oder. Dennoch entscheidest in jedem Augenblick du selbst, was du daraus machst, welche Energie du damit reinbringst, wie du dich entscheidest, weiterzugehen. Es liegt auch in deiner Verantwortung, ob du dich von etwas erdrücken lässt
oder ob du sämtliche Botschaften und Hintergründe daraus erkennst und damit dann arbeitest. Ja, dafür ist, das ist Ultraprozessarbeit. Also da ist wirklich die knallharte Konfrontation und Reflexion ist hier erfordert. Absolut. Da trägt keine Selbstsabotage mehr. Da tragen keine Vermeidungsstrategien oder Verteidigungsmechanismen. Das ist wirklich dieses, okay, ich mache mich nackig vor mir selbst. Deine Entscheidungen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen, die natürlich dann auch wieder Kreise ziehen. Diese Zweierkonstellation ist natürlich ein Ding, da kann ich jetzt gar nicht noch detaillierter drauf eingehen, weil das ist bei jedem Menschen ist es eine komplett andere Situation, ein komplett anderer Lebensbereich. Spür dich da bitte rein, wo hakt es hier, wo blockierst du dich noch selbst, wo hältst du dich noch innerhalb deiner eigenen selbst aufgestellten Begrenzungen auf? Ja, ganz wichtig noch, Dankeschön. Wo gilt es noch für dich, Grenzen zu setzen? Wer überschreitet denn zu gerne und zu oft und zu weit deine Grenzen? Die Schlange. Und auch hier fällt nochmal die sexuelle Thematik, die Schlange, das Gift, das manchmal notwendige Gift, das man versprühen darf, die Heilung, die Häutung, die Verstrickungen. Auch das Bewusstsein, wie viel man zerstören kann durch die eigenen Worte und wie viel man heilen oder erretten kann durch die eigenen Worte. Der eigene Weg, die eigene Öffnung. Auch hier wieder Thema Selbstsabotage, Selbstkritik. Wer macht dich klein? Warum machst du dich selbst klein? Wo darfst du wachsen in diesem Bereich? Auch wieder Spinnennetz-Thematik. Wo hängst du noch fest? Ich muss einen Moment innehalten, weil da ist ganz, ganz viel Tiefe, auch hier wieder drin. Auch in Bezug auf das Grenzen setzen. Manchmal ist es notwendig, knallharte Entscheidungen zu treffen und auch wirklich klare, eindeutige und scharfe Aussagen zu treffen. Gerade wenn es Menschen im Außen gibt, die deine Grenzen allzu gerne immer wieder überschreiten, weil du dich vielleicht vorher nicht klar und deutlich ausgedrückt hast oder weil du es vorher immer wieder zugelassen hast, dass diese Grenzen überschritten werden. In diesem Falle ja. Ist es absolut notwendig, Gift zu versprühen, einfach um zu sagen, stopp, wenn du diese Grenze überschreitest, ein weiteres Mal, dann weiß ich nicht, was mit dir passiert. Spür dich bitte rein, ganz, ganz wichtige Botschaft. Wir hatten hier vorher die Karte schüchtern, ja? Und nun haben wir, also schüchtern, alles was im Hintergrund noch ist, hier haben wir die Maske. Vor wem oder was versteckst du dich? Oder wen oder was versteckst du? Vielleicht sind es auch gewisse Anteile in dir, die du im Untergrund behältst. Im Hintergrund versteckst, hinter der Maske, hinter dem Schleier, gewisse Rollen, die du spielst, weil du vielleicht denkst, dass du sie spielen musst oder weil das vielleicht von anderen Menschen im Außen erwartet wird. Vielleicht.
vielleicht auch nicht. Sind auch die Dinge im Außen, die an dich rantreten, gewisse Geheimnisse, gewisse Lügen, Dinge, von denen du offensichtlich die Wahrheit schon kennst, ja, Thema Intuition, aber eventuell noch nicht an dich ranlässt, nicht wahrhaben möchtest, noch nicht daran glaubst. Prozessarbeit. Heiliger Uhu, diese Portaltage haben es echt in sich. Hammer. Unsere runden Karten kommen hier wieder zum Einsatz. Da werde ich höchstwahrscheinlich eine rausziehen, weil in den meisten Fällen fällt ein kompletter Block raus. Wir gucken mal, ja. Ja. Okay, es sind drei, die nehmen wir. Die Botschaft für dich. Die Perle in dir. Dein Selbst. Deine verschiedensten Facetten, deine verschiedensten Farben. Jeder Teil von dir, der das Große und Ganze ausmacht. Spür dich rein. In dich. Wer bist du? Wer bist du aktuell? Wer warst du in der Vergangenheit? Wer willst du sein in der Zukunft? Lebst du dich vollständig? Welche Bereiche sind unterdrückt? Welche Farben oder welche Bereiche sind ausgegraut? Wo lebst du dich nicht in Farbe? In Bewegung, in deiner Blüte. Die Synchronizität, das Innen und das Außen, das Oben und das Unten, die Verbindung, du als Mittelstück, du als Zwischenstück zwischen dem Göttlichen und dem Weltlichen. Oh, hammermäßig. Also, wenn dich das nicht von den Socken haut, diese Energie, dann geh bitte noch mal eine Etage tiefer. Das ist gigantisch. Das ist brutal. Das ist wirklich die brutale Konfrontation mit dir selbst. Falls dieses Reading jetzt nur nicht wirklich tief genug geht, ja, und du denkst dir, ich spüre gar nichts. Erstens mal ist vielleicht nicht dein Reading. Aber zweitens, und was noch wichtiger ist, vielleicht ist es noch nicht an der Zeit. Vielleicht laufen hier noch gewisse Verteidigungsmechanismen oder Vermeidungsstrategien deinerseits, wo du dir den eigentlichen Zugang zu dir selbst noch gar nicht eröffnest. Ja? Auch das ist eine große Thematik. Weil ich ganz oft auch höre, ja, aber wie finde ich denn überhaupt zu mir selbst? Wie komme ich denn überhaupt an diese Schattenthemen? Oder wie erkenne ich denn überhaupt, was verborgen ist? Indem du dich mit dir selbst beschäftigst, indem du gut auf dich achtest und gut für dich sorgst und indem du wirklich alles an dir wahrnimmst, alles, was da ist. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Handlung, jede Bewegung aufmerksam beobachten. Als würdest du als Geist neben dir stehen und dich beobachten, 24/7, für eine Zeit lang und dir wieder darüber bewusst werden, wer du eigentlich bist. Ja, auch das ist Prozessarbeit. Das ist Prozessarbeit. Das ist die Einheit.
Das ist die Einheit all deiner Facetten, all deines Seins. Das ist eigentlich das, wo deine Seele hin möchte. Das Ziel eventuell, das Ziel, die Quelle, das Ergebnis. Lass dich nicht verunsichern. Ja? Ich meine, es ist alles irgendwo ein Prozess. Das ganze Leben ist Transformation. Aber ich glaube, also ich persönlich bin davon überzeugt, wenn wir uns dieses Ziel, also diese Einheit vor Augen halten, dann ist jede vielleicht noch so unschöne Situation leichter oder besser zu ertragen. Trigger, Trigger. Unterm Deck haben wir den Schöpfer. Du, mein Schatz. Du, mein Schatz. Dazu sage ich nichts. Ab und zu mal in gewissen Readings, ja, wenn so wie jetzt, weil ich dann sage, dazu sage ich nichts, möchte ich kurz, bevor irgendwelche Fragen aufkommen, kurz aufklären. Ich bin hier, um Botschaften zu überbringen. Es steht mir nicht zu, immer alles hundertprozentig detailliert vorzukauen. Warum? Weil auch du als mein Zuschauer die Fähigkeit hast oder die Gabe einer wundervollen großen Intuition, deine Intuition. Und du kannst aus diesen Botschaften oder diese Botschaften können für dich was komplett anderes sein, als das, was ich hier zum Beispiel vorkauen würde. Deswegen denke daran, dass du in meinen Readings, ich kann nicht für andere YouTuber sprechen, aber in meinen Readings, um alle Botschaften daraus zu erkennen, darfst du immer deine Intuition im vollen Umfang einsetzen. Okay? Nur mal so zur Klärung, weil ich nämlich auch mal ganz, ganz hässliche E-Mails dazu bekommen habe, warum ich denn nicht gewisse Dinge genauer erkläre oder so. Nein, ich gebe die Botschaften frei, die ich freigeben darf, okay? Weil ich channel diese Botschaften und ich weiß ganz genau, bis zu welchem Punkt ich gewisse Dinge aussprechen kann oder nicht. Soweit, so gut. Viel Spaß beim Reinspüren. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.